Ja, guten Morgen, Leute. Es ist hier 8 Uhr ungefähr, kurz nach 8. Ich warte auf den Justin und wie ihr hier hinter mir seht, ich bin ready für Syndicate. Und ach, hier ist auch noch so viel Scheiß und ich habe meinen ganzen Laptop-Kram, Headset, Kamera-Equipment, Notstromgenerator da unten, Tablet, ja gut, okay, das Tablet brauche ich jetzt nur zum Navigieren, weil ich ja immer noch den Links nicht drin habe. Ja, ich warte jetzt auf den Justin und dann geht's los. Hinfahrt, ne? Ich guck mal, ob ich ein bisschen was filmen kann. Ich mache die GoPro gleich hier rein. Alias Dashcam dann, weil die Dashcam hängt ja jetzt gerade so hier und ich habe hier zum Glück ein Mikro, beziehungsweise ein Mini-USB. Und dann kann ich die GoPro sogar laden. Ist das gut? Ja, und dann haben wir vielleicht ein klein bisschen Timelapse für euch. Gut, mal gucken. Mein Handy hat gerade geklingelt, mal gucken, ob das der Justin war. Ich habe eben schon gesagt, wir warten auf dich. Wollen wir jetzt los oder nicht? Ja. Gut. Let's go. Was eine Motivation. Ja, wir haben noch, wie viel haben wir noch? Was habe ich eben gesagt? 170, 180 Kilometer? Ja, wie gesagt, 180 Kilometer noch. Das ist jetzt zweiter Stopp, weil die auf Toilette musste. Also beim ersten, nee, der musste auf Toilette. Die nicht. Sag jetzt mal Hallo. Sag doch einfach einmal Hallo. Was denn? Einmal Hallo sagen. Hallo. Bitte. Wenn ich hier meine Haare hier kämme, Hallo. Ja, ist doch egal. Warte, ich kenne meine auch. Nein. Mach ich nicht. Ja. Jetzt heißt es, wenn Justin sich ausgeruht hat, fahren wir weiter. Wir sind da, Leute. Wir haben es geschafft. Moin. Oh, danke. Nimm dir noch so ein Ding mit dir. Ach, passt schon, danke. Viel Spaß. Danke. Natürlich. Und vor allem, ich auch. Also Fahrrad fahren, ich nehme mich mit. Dauert dann aber länger, weil ich kann das nicht mehr. Danke euch. Ciao. Hallo zusammen. Ja, hallo. Hallo. Handschuhe einmal auf. Klar. Ja. Und ich müsste mal hinten reingucken. Ja, klar. Was haben wir noch alles? Das Kamera, also Kamera. Kamera, Equipment, alles klar. Ja, und ich mach auf. Ja, alles gut. Das mach ich. Ist das auch mit Platz verlassen? Ja, ja. Oder
vorne. Okay. Viel Spaß, ne? Danke. Hallo, wenn man so nett winkt, muss ja hier hinfahren. Genau. Könnte sein. Scheiße, ich hab dein Video angeguckt. Hi. Krass, cool, Mann. Ey, kein Scheiß, du bist doch der Internet. Also, ja, könnte sorry. Sein. Könnte sein. Ich bin dicht, aber du weißt, was ich... Alles du gut. Du bist der, ja, Mann. Hey, sag mal ehrlich, Stoßstange, so schlimm, oder? Ja. Du hast im Video das echt krass angesprochen. Ja, das ist aber die zweite Folierung, ne? Die du hast gedippt danach. Jetzt danach gedippt, genau. Danach gedippt hast du, gell? Ja. Ja, hallo zusammen Leute. Wie ihr bemerkt, sitze ich wieder im Auto und es ist dunkel. Und wir fahren auf der Autobahn, mehr oder weniger. Ja, wir sind auf dem Weg zurück. Und ja, ich habe gesagt, wir sind alle 4 Tage da. Und ja, wir wollten auch eigentlich, aber es hat sich etwas schwieriger angestellt. Und vor allen Dingen sind ein paar Sachen da vorgefallen, die mir absolut null gefallen. Und zwar einfach diese, das, ganz ehrlich Leute, ich bin da hingefahren und hab ein paar lustige Leute erwartet, die da Spaß haben. Und ich meine, uns wurden Drogen angeboten innerhalb von ein paar Minuten, wo wir auf dem Platz waren. Bevor wir auf den Platz gefahren sind, haben wir Alkohol gekriegt. Ja gut, okay, das mit dem Alkohol kann ich ja noch verstehen, das gehört zur Party machen. Alles cool, alles super. Aber das mit den Drogen finde ich schon ein bisschen krass. Das sind null Respekt. Die Leute haben null, wirklich null Respekt vor den Aufsehern, vor der Security da. Ich weiß nicht, was bei den Leuten im Kopf vorgeht. Da werden Burnouts gemacht, wo Kinder rumlaufen. Da ist dann wohl tatsächlich ein schwerer Unfall passiert. Davor waren noch ein paar Autos nach uns, war Sachschaden von keine Ahnung wie viel, das irgendein E36 also meinte, große Welle zu machen und ist durch den Zaun in einen M4 reingeballert. Und ja, alles zusammen habe ich dann für mich entschlossen, dass ich wieder fahre, weil auf sowas habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Dadurch, dass er offiziell an dieser Veranstaltung teilnimmt, sieht es so aus, als wenn er selbst dafür verantwortlich ist. Somit zahlt keine Versicherung, kein Schuldiger quasi. Ich weiß nicht, ob die das jetzt irgendwie anders regeln oder sowas, kein Plan. Aber es ist schon ziemlich bitter, ehrlich gesagt. Dann haben wir ja VIP
Karten gehabt, die ein bisschen teurer waren. Strom, keine Ahnung, wo ich den bekommen hätte. Ich habe keinen gesehen, ehrlich gesagt. Ist aber auch nicht das Ding. Ich meine, da hätte man vielleicht auch noch was regeln können, weil das ist auch so ein Punkt, unsere Nachbarn quasi, wenn man das so nennen darf, hatten einen riesen Generator dahingestellt. Auf einer Palette. Ne? Auch noch in Ordnung. Hätte ich auch noch drüber hinwegsehen können. Aber dann, keine Ahnung, wir sind auf diesen Platz gekommen. Diesen VIP-Platz. Und also null organisiert. Also das, der VIP-Platz, war absolut nicht organisiert. Wir waren da und wir kamen eine Stunde später, als sie aufgemacht haben. Und wir hatten keine Chance, einen Platz zu finden. Wir haben uns dann zu irgendeiner Gruppe gesetzt, wo wir gefragt haben, ob die noch zwei Plätze frei haben. Die haben dann Platz gemacht, mehr oder weniger, beziehungsweise war noch so ein bisschen Platz und haben uns einfach zwischengequetscht. Wir waren mega cool, also ne, nicht alle Leute waren da kacke, aber leider ziemlich viele. Und ja, wir waren ein paar Stunden da und es hat mir gereicht, ganz ehrlich. Also gut, okay, ich muss dazu sagen, wir waren nur zu zweit. Und es ist halt schon ein bisschen schade. Man konnte nicht weggehen von dem Platz da. Ich habe auch direkt beim Drauffahren zwei oder drei Abonnenten getroffen, beziehungsweise Leute, die mich kannten. Müssen ja nicht Abonnenten sein, aber die kannten mich zumindest. Und fand ich sehr cool. Kam direkt auf mich zu, direkt Hallo gesagt, super Sache. Ich glaube, Daniel hieß er. Ja, fand ich richtig cool. Ja, ich weiß nicht, ob es an mir lag, ob ich was anderes von dem Event erwartet habe, aber ich würde das tatsächlich sogar bestätigen, dass ich tatsächlich was anderes erwartet habe. Und ja, ist natürlich jetzt schade, weil Geldverschwendung, die Karte hat 55 Euro oder sowas gekostet, plus minus alles mögliche, wir haben ja Essen, Trinken, gut, die Hälfte haben wir von natürlich wieder mitgenommen. Ich habe vollgetankt hier auch. Ich weiß nicht, ob ich damit zurückkomme. Wird knapp, könnte ich aber schaffen vielleicht. Ja, es ist scheiße, aber naja. Sind dann so grob 150 Euro, die ich einfach mal in den Wind gesetzt habe. Aber naja, was soll man machen? Ist halt eine Erfahrung. Ich will auch keinen dafür verantwortlich machen vom Syndicate selber. Also keiner der Organisatoren oder sowas kann da was für natürlich. Für das Verhalten mancher Leute, aber ich finde das richtig, richtig, richtig schlecht, dass man nicht mal überlegt so ein bisschen und dann vielleicht auf die Kinder zum Beispiel achtet oder sowas. Aber ich wiederhole mich, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr hattet zumindest ein bisschen Spaß bei dem Video hier. Ein Tag Syndicate, teurer Tag Syndicate, würde ich sagen. Und ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Events haltet. Wie gesagt, ich habe von so einem, ich sag jetzt mal, Tuning-Treffen was anderes erwartet. Und wie gesagt, es ist keiner schuld, aber irgendwo schon die Leute. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ist ein bisschen schwer zu erklären. Es fällt auch noch die Flasche hier runter. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, das Video. Ja, wir sehen uns in dem nächsten Video wieder. Und natürlich ein Abo und einen Kommentar lassen. Ich hoffe, ihr seht mich überhaupt hier irgendwie. Ich kann mal so ein bisschen Lichter machen, aber ja, so sollte es gehen. Also für die letzten paar Minuten haut da rein. Wir sehen uns dann, denke ich mal, am Wochenende habe ich jetzt nichts mehr vor. Vielleicht widmen wir uns dem Limo-Projekt wieder. Also haut da rein. Schönen Abend noch, schönes Wochenende. Tschüss.